Okay, Raumfahrtkunst. Tick! Es wird stets lauter, denke ich mal, weil es sind schon so viele Raumfahrten gemacht. Und trotzdem machen wir heute wieder eine. Ich schau mal, wie weit er ist. Ja, der Schon wieder im Heiligenmann, Gespräch. Also ja. wirklich. Echt? In Sankt Ausonia bist du? Hinter der Orgel? Du hast dich da einschließen lassen? Echt? Ich soll dich da rausholen? Weil du kein... Echt? In Sankt Ausonia? Das ist ja bei Rom. Nein. Doch. Oh. Wirklich. Jan. Krasse Sache. Du, hat in Sankt Ausonia, natürlich bei Rom, hat sie gerade von 1791 hat sie eine Kiste gefunden. Da sind Ja. von Kuhnois sind da Noten drin, die wie von Elise von Aber Beethoven sind. das höre ich gerade. Ja, Aber ja, das ja, ist du doch hast von den Kopf. Beethoven. Ja, und von, der hat Kuhnois war ein Musiker, der, okay, der hat ein Stück komponiert, 1890, das hieß Natalie. Und es war okay. Und Beethoven hat es geklaut. Der hat nur die Komposition ein bisschen ganz grob verändert und hat das Akkordeon rausgeschmissen. Das, Warte mal, ich rufe er dich zurück. war, er, er war in seiner Gegend eigentlich. Wenn er Genau, das Stück geklaut haben soll, muss er ja genau. irgendwo gut das Kuhnois Stück gehört haben auch. war ein Organist. Die sind ja Ja. damals mit ganz vielen Kapellen rumgereist. Ja, Und ja. dann in Kiel, St. Petersburg, Rom, überall war der. Der ist aber 91 verschwunden. Der ist 1891 auf ein Schiff gegangen und war Und war. weg. Okay. 1791. War als Seemann hat er sich angehört, weil er kein Geld mehr gekriegt hat. Und so ab. Und der hat Keine Förderung. Pest, keine Ahnung. So was, ja. Und der hat ein Stück gemacht, das hieß Natalie. Ja. Und hört sich an wie Elise. Bloß die Stücke. Und sie hat gerade in St. Ausonia, hat sie in der Kathedrale bei der Orgel, wo er Organist war, Ja. hat sie eine Kiste gefunden mit diesen Orgelstücken drin. Jetzt Also ist das Nathalie und nicht Elise? Wie das ist kann ich. Natalie. Ist ein französisches Musikstück, was Beethoven umgeändert hat und hat daraus einfach, hat es grob verändert, grob die Strukturen in Aber den wie Noten konnte anders. das sein? Wie konnte. Ja, der hat es mitgenommen, fand es toll und hat es Ja. geklaut. Der hat es geklaut. Unglaublich, und es ist Und Beethoven, der hat, ja. Ich ja, meine, es ist 500 Beethoven, ja. Jahre. 500 Jahre in der Stadt. Es werden so viele Konzerte gegeben. Ich meine, wenn das Wieder dann nur gespielt wird. geklaut. Ja, alles. Denn es ist nicht für Elise, sondern es ist Natalie. Du kannst Für aufschreiben und sagen, Natalie. Natalie. Für Ja. Natalie. Und es ist Dramatik, weil der ist 91, 18, 1791 aufs Schiff gegangen und ist verschollen, ist nie wiedergekommen. Also Hat sich als ist das Seemann Stück angeheuert. einfach. Das war ein One-Wit-Wonder damals. Also Okay. der hat einmal einen Hit gelandet, ist damit rumgereist und das war's. Das Heavy. Krass. Und dann feiert man Beethoven? Ich Okay, komm, meine, wie komm. groß ist das? Wir müssen gehen, Ja, ne? Wir müssen. Aber apropos Beethoven, es ist natürlich Wahnsinn. Machen Diesen wir nachher Jahr, weiter, machen wir wir nachher machen weiter. nachher weiter. Wo müssen wir Wo denn gehen hin? wir hin jetzt? Natürlich, ich muss meinen Pfeil packen. Heike Oh. Isemann, auch Heike bekannt Isemann. als Kunstkraft 23. Heike Isemann, du, ich muss erstmal kurz reinkommen. Heike Okay, Isemann, okay. Potsdam-West, tolle Frau. Oh, Potsdam geboren. Die Mal wieder in den Nikolaisaal gehen. Genau. Nikolaisaal in Ein Potsdam. richtig schönes, klassisches Konzert. Genießen. Konzert. Aber das will ich doch genießen. Du wolltest Das nicht ist das auch dein Konzert? Wunsch. Ich gehe dann einfach zum Makramee oder irgendwas anderes in Nikolaisaal. Aber wir könnten mal wieder Nikolaisaal Vorprogramm. Kinderprogramm. Zum Zum Kinderprogramm. Kinderprogramm. Ja, aber Und das ist Leute, auch die wichtig, Theater, ja? die haben auch Comedy, die haben Ich alles. weiß, ich weiß, ich Nikolaisaal weiß. Potsdam hat Ich alles. bin schon Könnt in die im klare Nikolaisaal. Wand. Komm, ich verstecke jetzt hier. Komm, meins wird Guck nie mal, wie gefunden. Steine fallen Komm so hier, aus der meins Wand, wird nie ne? gefunden. Ich verstecke meins hinter. Okay. Ab zu Heike Isemann, Kunstgriff 23, Karl von Offizier Straße. Okay. Künstlerin, Wow, ich bin so gespannt Theatermalerin. auf Der Heike Hammer! Isemann. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn! Und das ist natürlich ein
das ist interessant, weil so, es gibt Fotos von dir, wo du da flitzt und sie malt aber extrem hart. Also, es ist ganz zart, aquarelliert und sie liebt die Natur. Sie hat einen Garten, sie begleitet das ganze Jahr über Pflanzen in ihrem Garten, wie sie sich entstehen. Und der Garten ist auch gleich bei ihrem Atelier? Ja, gleich bei ihrem Atelier um die Ecke. Aber das Schöne an ihrem Garten, an ihr war eins, sie hat jetzt eine neue Serie, hatte ich gemacht, also nicht neu, aber die letzte Serie, die ich gesehen habe, waren so Blumensträuße. Okay. Aber nicht Blumensträuße, wie man es kennt, sondern Blumensträuße, die kurz davor sind, aus der Vase gerissen zu werden und weggeworfen zu werden. Okay, also die Vergänglichkeit hat sie was zu tun? Ja, oder? Ja, sie liebt das Vergängliche, okay. Aber auch das was man kennt. Und sie ist ja auch bekannt über diese Kunstschule. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ja, ja. Davon habe ich gehört, dass sie auch Kunst an die New Generation gibt, ja, in Potsdam. Genau. Ja. Und das finde ich natürlich interessant auch, weil wir müssen die Kinder auch fördern. Ja? Ja, 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 ja. Auf jeden Fall. Und deswegen bin ich auch gespannt auf. Warte, halt. Wir müssen kurz anhalten. Stopp. Wir fahren ja wieder. Nach Potsdam West. Und. Wirf deinen Anker. Und in Potsdam West. Ja. Müssen wir wieder durch die halbe Stadt. Wir sind ja hier im Zentrum, an den Kunsthaus. Okay. Rechenzentrum Potsdam. Achtung. Ja, wieder eine Raumfahrt, ja? Außerhalb des Rechenzentrums. Hier. Oh Gott. Ja, das macht viel Spaß mit deinen Knoten. Oh, halt, Kaffee. Aber ich muss das trotzdem haben, weil wir müssen ja den Weg zurückfinden. Wir lösen uns ja sonst. Wo bist du? Okay, du und musst los. Ja anfangen. Ja, ja, ja. Dann let's go. Okay. Wo machst du die Renos hier? Was ist hier los? Yes. Okay. Oh, das ist so spannend. Yes. Wir bleiben hier. Oh, warte mal. Die andere Schnur. Und, okay, finde ich auch. Zurück zu euch. Okay. Wunderbare Kunst. Da bin ich natürlich gespannt drauf. Du kommst, was sie nicht mit Kindern macht, weil das kennt sie. Genau. Und sie hat ja auch, sie macht sehr viel Zeitung. Sie macht auch viel für die Märkte allgemeine Zeitung. Was für die Kinder? Doch, egal. Oh, jetzt haben wir uns gelöst vom Rechenzentrum. Ja, endgültig. Es wollte nicht sein. Es wollte aber nicht. Nee, und Heike ist extrem aktiv und hat ihre Kunstsachen gemacht. Sie hat wirklich viel mit Kindern und lässt sie auch wirklich frei sein. Und lässt sie wirklich frei an die Kunst genießen. Ich bin gespannt auf das. Ja, ja, ja. Mal sie große Werke selber? Ja, sie hat ein paar große Werke. Wenn ich höre, Theatermalerei studiert? Eigentlich schon. Was ich kenne von ihr, sind kleine Sachen, super kleine Sachen. Okay. Und guck mal, da ist sie. Da ist Heike. Wo? Oh. Da. Da, wo die Schiene war. So sieht sie aus. Wow. Bei der Welt ist vergleichen. Sie holt da ihre Bilder aus dem Frühling heraus. Okay. Also denk aus dem Garten, die hat einen Garten. Da ist sie drin. Okay. Und da malt sie auch wirklich diese ganzen Blumensachen mit. Okay. Der Stocken. Ja. Verdammt. Das geht nicht anders. Ist ja schön mit Wasser, aber wir müssen zur Heike. Wir sind den ganzen Tag unterwegs. Das kann nicht immer so weitergehen. Okay, wir machen weiter. Ja. Wir machen weiter. Oh, Berg hoch. Auch für den Ja. Auch alles rein. Wow. Yes. Sie einfach, ob sie noch so viel Steinungen haben. Wir fragen mal. Eine Straße über Potsdam West. Guck mal da hinten, da ist Heike. Nein, Heike ist da. Das ist sie schon.
Oh, halt, wie sind Sie? Ich fahre Sie ja bis gleich. Aber Sie sind schon zu alt. Macht Sie alles? Macht Sie nicht mal die Arbeit? Ich bin in der Kreditbranche unterwegs. Okay. Halt, der ist. Oh! Das kann ich ja austeilen. Das müssen wir uns ja immer noch beschützen. Denn ich nehme eins gleich. Ich bastel meins ganz. Mach das. Ich gebe das ganz Schöne an. Heike, sei willkommen. Hallo. 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 Super. Oh Gott. Danke, Jean. Das hilft, ein bisschen in dieser Zeit, ja? Wir müssen auf jeden Fall. Beschützen, ja? Heike Isenmann, für alle, die hier zugucken wollen, frau-isenmann.de. Komm, wir gehen rein. Zeig uns den Weg, Heike. Ja, bitte rein. Wow, ist ja ein Riesenabi. Herzlich willkommen im Club der Ahnungslosen, sage ich ja. Ja, du weißt, wieso hast du einen Club hinter dir stehen? noch nicht, keine Fangemeinde, aber ich gebe hier mal an Zeichenkurse. Und immer wenn die kleinen, großen und Verwachsenen kommen, sage ich immer zu gerne. Also du machst auch, sag mal, an die New Generation, gibst du auch? Genau, also ab 5 Jahren bis 105. Bis 105, okay. Da kann ich ja noch mitmachen. Ich habe ja, als ich zu dir hergefahren, da habe ich gesagt, dass du die Natur liebst und die Pflanzen liebst. Und habe von deinen Pflanzen geschwärmt, dass du nicht einfach nur Blumen malst, sondern Blumen malst, die kurz vor Vergängnis sind. Also eigentlich, wo man einen Tag, bevor man sie in den Müll wirft oder auf den Kompost wirft, zeichnest du sie, um was rauszukitzeln. Also hier hat man sozusagen die Beispiele, sozusagen von den Werken von dir. Ist das wirklich die Vergänglichkeit, die du zeichnen möchtest oder sehen lassen? Also sie sind ja schön, die Schönheit. Also nicht Vergänglichkeit, die sind kurz vor Vergänglichkeit, aber du zeigst schon die Schönheit der Natur, oder? Ja, vielleicht hat es einfach auch was mit meinem Alter zu tun. Was ich sage, Seid ihr nicht gleich alt, 30? Seit 30 wart ihr. Genau. Ich finde es einfach schön, wie was zerfällt. Ich finde das... der Tod eigentlich mit zum Leben gehört und ich finde es spannend, wie was klein anfängt zu sprießen und immer mächtiger wird, kraftvoller wird und selbst das Welken hat eben seinen Reiz. Wenn ich aber jetzt so vom Weiten schaue, sind deine Farben doch sehr verhalten, das heißt, verhalten in dem Sinne, es ist grün, das grün und rot arbeitest. Genau, das ist also eine sehr zarte Serie. Viele Sachen sind glaube ich, ängstlich. Ja, die sind aus dem Herbst und die sind... Du hast gerade ein Wort gesagt, ängstlich. Mhm. Du machst ja doch sehr viele Werke. Also alle Werke, auch diese Zeichnungen, sind kleine Sachen sind immer sehr zart und sehr zerbrechlich und aber sehr gefüllt mit viel Information, aber trotzdem sehr hell gemalt. Hat das was mit der Ängstlichkeit zu tun, den Strich zu führen oder ist es jetzt nur darauf bezogen? Weil ich kenne sehr viele Werke, die halt sehr, sehr luftig sind. Ja, ich glaube, das ist einfach ein Suchen, wenn die so luftig sind. Ja. Und also was heißt erwachsen werden und was heißt Künstler sein? Man ist irgendwie auf einer Suche und ich muss gestehen, dass wenn ich zeichne, also wenn ich wirklich zum Zeichnen komme, ist es für mich ganz ehrlich kostenlose Therapie. Okay. Das heißt, verbindet man sich mit dem Moment und dann ist es auch von der Stimmung abhängig, wer... Also um, dass ich sehen kann, wer ich bin. Dann fällt schon das Bild der Groschen. Die Förderung, ja? Die ist angekommen hier. Du fällst sozusagen, du steigst direkt in die Materie, also steigst direkt ein. Du machst das gar nicht so zwischendurch, sondern du lässt dich komplett auf das Werk ein. Ja, ich brauche im Kopf einen Freiraum, den habe ich nicht so oft. Also, magst du nach der Natur oder ist das... Ich warte immer, was passiert. Die sind mir zu schön, also die lassen da stehen. Und wenn die dann einfach so einen Knick rüberkommen würden... Ja, Tulpen sind sowieso so herrlich, ne? Sie wachsen so. Also du baust ja auch Stillleben auf. Du machst dich aus den Gedanken und machst... Ich ziehe es raus. Ich glaube, ich kann schwer aufräumen, aber ich arrangiere immer wieder neu. Und dabei entsteht ja manchmal auch irgendwas zufällig Irres, Merkwürdiges, wo eine neue Ordnung entsteht und das reizt mich. Du hast auch einen Garten, da wurde was... Schnell Machu Picchu da. Das heißt, Machu Picchu so eine Heiligtum oder Machu Picchu ist ja sozusagen das Heiligtum von den anderen? Es ist ein Heiligtum, was ich pachten darf sozusagen. Also, das ist kein Machu Picchu sozusagen. Aber ich meine, alles, was ich da anpflanze, wie zum Beispiel den schönen Rittersporn, der ist giftig, ja? Ich glaube eigentlich nicht, aber auf alle Fälle ist er giftig belaufen. Das ist der Fingerhut. Aber das ist der Fingerhut, in der Tat, stimmt. Und
Ach so, der, den holen sich bei mir die Schnecken und die Quecken. Okay. Und Quecken? Quecken ist so eine richtig starke Pflanze. Wow. Die aber eine Quecke ist eigentlich eine wunderschöne Pflanze, weil die auch so wunderschön Blüten hat. Heißt das nicht Quicke? Ja. Quecken. Quicken. Okay. Sind Quicken? Quicken, nein. Quicken sind quicklich. Aber das ist eine wunderschöne Rankepflanze, aber die ist mörderisch. Genau, und manchmal ist es eben zugewuchert, je nachdem. Und das inspiriert dich. Naja, manchmal muddel ich dann in der Erde und manchmal sitze ich einfach nur rum. Ich bin nicht der Gärtner. Okay, du lässt es wachsen, sozusagen. Ja, und lass mich, also genau wie beim Zeichnen, gucke ich, was passiert. Du machst ja nicht nur zarte Sachen. Ich habe auch, was mich selber mal begeistert hat vor einiger Zeit, war deine Ölwerke. Diese Finken-Serie, die du machst. Das hat ja eine Geschichte, das ist ja dieser Finken auf diesem klassischen Stromzähler oder solche Sachen, der ist angekettet, das ist danach ein Buch. Der auch der Buchfink, der Buch oder der Buchfink, das Spiel. Nee, also es ist der Distelfink und ich übe mich immer ab und zu mal im Kopieren und es gibt tatsächlich ein grandioses Buch von Donna Tartt, der Distelfink. Mhm. Das war ich so verliebt und da habe ich hinterher gedacht, ich hätte auch gerne so einen Distelfink. Und dadurch habe ich angefangen, Distelfinken zu kopieren nach Fabré. Mhm. Von dem gibt es ganz wenige Werke, nur das ist ein niederländischer Maler, glaube ich, wo das Hauptwerk abgebrannt ist. Apropos Niederlande, ich habe auch gehört, du warst in Amsterdam. Ja. Kann das? Ich hatte das Glück, da mal ein Praktikum zu haben bei Toneelgroep Amsterdam. Okay. Das war nach der, das ist das städtische Theater. Genau, die Toneelgroep Amsterdam, ich kenne sie wel. Und ihr könnt auch noch ein welche Nederlands praten? Nee, ich bin in Schilderen. Ja, ich bin Schilderes. In Tekeneres. Ich kenne Sachen, Gottverdamme. Oh, ein bisschen fluke, das gaat noch wel. Ja, ich kann nicht ein bisschen hören, das ist ja auch so, aber es ist... Wie lange warst du da? Ich war dann 92 da und war ein Vierteljahr da. Okay, also doch fühlt man schon die Sprache. Und es war sehr schön. Ich hatte da auch eine kleine eigene Wohnung dann. Es war eine sehr lustige Zeit, vor allem, weil ich damals noch mit einem blauen Trabant war. Okay. Das war für die Amsterdamer total. Ich weiß noch, wenn ich in Reichhorst gewesen bin, die sind alle aus ihrem Bus rausgekommen und auf die Knie gegangen. Weißt du, apropos blauer Trabant, ich weiß, in Rotterdam war das auch mal ein Kunstwerk. Da hatten sie im Singel, du kennst diese Wasserstraßen natürlich, Amsterdam, Rotterdam hat das auch, ja. Da hatten sie auch mal ein Trabant in diesem Wassergraben eingefügt. Oder? Ja, als Kunstwerk. Okay. Ja, cool. Also das war wirklich ein Highlight, weil jeder wollte so ein Ding haben damals. Genau. Das war einfach auch in Holland so. Mhm. Aber gut. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass ich da drin schlafe, weil als ich nach Amsterdam kam, hatte ich ja noch keine Pennen, super naiv da einfach hingefahren. Ja, klar. Mhm. Ich hatte zwar meinen Praktikumsplatz, aber die im Theater haben alle die Hände über den Kopf geschlagen und gesagt, ich darf nicht eine Nacht draußen schlafen. Und ich konnte dann gleich beim Mahlsaalchef irgendwie das Kind ausgezogen, dann konnte ich da mit einwohnen. Sehr schön. Ist so besser. Und von Amsterdam bist du dann wieder zurück nach Potsdam oder wo? Nee, ich war nochmal kurz in Dresden, das Studium zu Ende machen. Genau, du hast ja in Dresden Theatermalerei direkt an der Kunsthochschule studiert. Ja, genau. Diese Fachrichtung gibt es auch noch, aber ich habe die sozusagen zu Ostzeiten begonnen und dadurch wurde mir das eigentlich als Studium, als Diplom nicht anerkannt. Und dann war ich ich kenne dich ja auch von großen Werken, sozusagen. Ich finde die ja total klasse. Ich habe ja mal von dir, ich wollte die ja immer aufstellen. Das ist ja wie ein Renault. Du hast die gar nicht aufgespannt? Nee, hat sie nie. Ich sehe die immer ganz selten. Du hast ein Rollbild. Okay, die heißen so. Also ich wollte mal... Genau, wir können doch einfach auf den Boden legen. Ah. Weil die mich immer so an die Malerei erinnert haben. Ich halte die. Warte mal, wir halten die? Ja, genau. Ich halte die alleine. Komm, ich nehme sie. Du hältst die alleine? Ich halte die und der halte euch. Okay. Ich bin gar nicht da. Ich muss erst mal ein bisschen Abstand nehmen, glaube ich. Kann ich fast weiterhalten? Kannst du mir das auch gehen? Ich halte weiter. Ich finde die echt klasse. Also, als ich Halte kennengelernt habe ich mich in diese Werke verliebt. Wie alt sind die denn jetzt? Wir wie lange dauert die Liebe schon? ich glaube vielleicht 6 Jahre, ne? Oder so 4, 5, 6 Jahre. Und ich muss sagen, ich halte mal hier darüber. Ja, und ich ja. muss sagen, okay. Die wurden nie ausgestellt, oder? Die hast du mal Matschke gehabt? Genau, ich habe sie mal im Treppenhaus von Matschke gehabt. Ja, und
Nee, ich habe es wirklich nie ausgestellt. Hm. Und alle Kunst über Zeilen, die man unter frauen-isenmann.de finden kann, sind auch käuflich. Na klar, ich will alles loswerden. Also, ihr habt es jetzt nicht gehört mit loswerden, weil die dürfen nicht verkauft werden. Die Blumen dürfen verkauft werden, aber die sind nicht. Sind die reserviert? Ja, weil ich sie noch nicht ausgestellt habe. Okay. Ich will die, ich finde die klasse. Die haben was hart, ja, ich mag ja auch eh Jugendstil. Und du hast aber noch ein zweites Studium gemacht. Du hast auch Grafik studiert, der Potsdamer Studium. Genau. Festzeichnung. Grafik Design. Das eine wieder weg. Das ist jetzt so ein bisschen Holter die Polter, wie wir hin und her fallen. Ja, ich denke ja, irgendwas groß zu machen, ist, also weil ich Theatermalerei studiert habe, ist das eigentlich nur ein Handwerk, dass man, also eine kleine Arbeit ist genauso viel Mühe, finde ich, als wie eine große Arbeit, nur dass man anderes Material hat. Nicht nur das, aber es gibt, du kannst ja auch ganz klein arbeiten und es ist trotzdem sehr monumental. Ja, das ist ja wirklich nur diese Ausschnitte. Ja, genau. Und irgendwie... Darf ich die hier einfach mal... Oder soll ich die mal dahin? Komm, nein, ich kann mal hinlegen. Einfach so, ich kann die einfach wieder... Guck mal, ich halte das. Also das finde ich eben so super. Ich wollte auf gar keinen Fall irgendwas, also ich wollte irgendwas ausprobieren mit diesen hängenden Sachen, weil es einfach auch. Aber es ist eine gute Idee eigentlich, ja? Ja. Wenn du ja immer Rahmen hast, ich meine, so kann man da ganz schnell Dinge auch transportieren. Ja? Mhm. Und das ist auch ganz normale Leistung. Ich wollte, dass diese Sachen auch eine Leichtigkeit behalten. Ich konnte mir die noch nie vorstellen, wenn die wirklich gerahmt sind, weil die eine andere Kraft bekommen, ja, wenn die wirklich natürlich schwer an der Wand hängen. Ja? Ja, mein Tuch. Rollst du mit rein? Ja, und ich glaube, das geht irgendwie ganz oft, wenn wir darum. Ja, hier sind wir nochmal bei ganz kleinen Sachen. Ich habe ja gerade ein Skizzenbuch entdeckt von dir. Machst du die Skizzen unterwegs? Ja, also ich schreibe und zeichne immer. Und das ist aber, das hat ein besonderes Thema, dieses Buch, weil Potsdam hat ja so viel Italien. Das war das Kulturthema vom letzten Jahr. Und das fängt, oh, die sind wir dann. Ja, das fängt zwar nicht in Potsdam an, sondern in Bologna, bei der Kinderbuchmesse. Okay. Aber ansonsten geht es eben mit dem Potsdamer Italien weiter. Das. Du meinst, du machst auch Grafiken oder kleine Bilder auch für die Presse. Jo. Sozusagen. Wenn du so viel Zeitung auch arbeitest, da sieht man dich immer wieder. Also du bist sozusagen aus der Presse heraus auch bekannt. Und hast du ständig ein Skizzenbuch bei dir, wenn du unterwegs bist? Ja. Schön. Das sind schöne Da haben sich ja auch denn einige schon angesammelt. Ja, ist auch ein Schrank voll. Das ist ein Schrank voll. Schränke habe ich hinten gesehen. Wollen wir mal hinter dem? Dein Atelier ist noch größer, sehe ich. Ja, ja. Es geht noch weiter. Es geht ganz zurück. Bis zu deinem Garten, wo die schön. Der Garten ist um die Ecke, aber. Okay. Das ist ein Wohnatelier, ich wohne hier hinter auch. Und bis zu dieser Tür können wir sozusagen gehen. Okay, dann ist es privat. Was ich auch gelesen habe, ich habe ja vorher geguckt und habe gelesen, dass du auch eine Diplomarbeit geschrieben hast. Über Chile, über Auswanderer in Chile oder das war Ausgewanderte in Chile. Deutsche Ausgewanderte in Chile oder allgemein Ausgewanderte Nein, in Chile? Nein, ich habe mich also wirklich hauptsächlich um die Deutschen, also aus verschiedenen Generationen und Zeiten da. Und wie kommst du auf Chile? Na, das kam anfangs aus einem persönlichen Grund. Mein Bruder Isi, der hat eine Chilenin Ise, geheiratet. Ist vom Nachnamen, Spitzname? Das heißt Ise und Isi? Isi. Okay. Und der hatte eine Chilenin zu Ostzeiten geheiratet. Und dann haben die ein kleines Kind gezaubert und sind als Familie rüber. Aber Isi hat dann in Chile den ersten Döner gemacht. Und okay, lange, wow. Okay, na, Isi ist, hat nach der Wende gesehen, dass die Döner ja hier irgendwie liefen, dass alle Schlangen standen. Die kommen aus Berlin, der Döner. Und dann hat er sich eine Dönermaschine nach Südamerika schicken lassen. Wow. Und ich hatte den dann lange nicht gesehen und habe den, glaube ich,
84, 85 besucht das erste Mal und später immer wieder, weil ich mich so verliebt habe und dadurch ist eine Diplomarbeit entstanden. Und hier sieht man ein großes Bild aus dem Süden von Chile, wo es darum ging, also wie, aus welchen Gründen Deutsche damals ausgewandert sind. Weil ich natürlich, das hat mich einfach interessiert, weil ich selber auch überlegt habe. Ist das jetzt gut, deine Diplomarbeit? Genau, das ist jetzt Fremde Heimat. Super auseinandergefallen. Ist ja auch schon 25 Jahre her. Nee, 15. Genau, Anfang 90er Jahre. 2005. Und die Zeit war es. Das ist mein Bruder. Okay. Und seine chilenische Frau. Der Döner war auch in Chile. Genau, und dann hatte ich immer so Interviews genommen. Das ist ja gut, 15 Meter, ne? Genau. Na, alles, was damals immer so reinspielte. Was sozusagen gesportet hat im Leben. Also eigentlich kann man das gar nicht mehr zeigen, weil das so auseinandergefallen ist. Das hatte ich doch mal gesehen, das hast du mal als großes Bild. Ja, genau, das gibt es auch als 2-Meter-Bild. Ach, dann ist dieses Bild. Ich habe ein Lieblingsbild von dir. Da habe ich mich auch verliebt. Und zwar, wo du einmal stehst in so einem alten Gebäude, im texanischer Stil. Mit einer richtig dicken Flinte in der Hand. Ach, genau. Aber das war wieder was anderes? Das ist ein Fotoprojekt gewesen, genau. Das, also ich war ja nun Theatermaler und Kostümschneiderin. Und dann fing ich an zu fotografieren. Genau, und dann fing ich an zu fotografieren und dachte... Denkst von Guerillien? Nein, ich fand ja, ja, klar. Also nicht, dass ich jetzt Waffen mag, also überhaupt nicht. Ich bin ja totaler Pazifist. Aber ich fand dieses ganze Style-Hammer. Also überhaupt, diese Stimmung, die da geherrscht hat, war faszinierend. Ich fand einfach so eine Fotostudio-Atmosphäre gut und ich habe dann die Theatermalereien, also wirklich die großen Hintergründe benutzt und mein Kostümwissen, dass Leute zu uns gekommen sind und sich haben fotografieren lassen in so einem Style von so einem alten Fotostudio. Okay. Und dabei ist auch dieses Selbstporträt von mir entstanden. Hier sehe ich auch gerade gleich gegenüber so eine Studio-Atmosphäre. Was machst du hier? Das ist Pop-Art. Also genau, das ist, ja, das ist Stop-Motion. Genau, Stop-Motion. Also das ist aus, das ist so eine Trickfilmbox, so ein bisschen zusammengebaut, was wir mit den Kindern noch, also als die Kinderkurse noch liefen, haben wir mit denen sozusagen so ein bisschen Bauhaus-triadisches Ballett gemacht. Also Sachen, die sich bewegen und die Kinder dann animiert haben. Und jetzt hast du erstmal einen Stopp mit den Kindern natürlich, ne? Genau, Stop-Motion eben. Das, ja, Slow-Motion, ne? Aber das kommt ja wieder. Und das wird dann, ist dann dunkel oder wie machst du genau, das dann? Genau, also es ist dann angestrahlt und die Kamera ist immer gleich eingestellt und die Kinder bewegen dann immer was und dann drückt man immer wieder eins weiter und dadurch entsteht dann... Haben wir früher auch mit der Kamera auch mal gemacht. Genau. Ja? Grafikschrank, dürfen wir reingucken? Naja, sind wahrscheinlich Aquarelle drin, oder? Ja, was nein, nicht das? Ganz. Also, nicht genau. Oder? Also, es sind auch Drucker, die müssen wir selber mal gucken. Oh, Jeetje, das Druck ist aber auch schön. Warte mal, da habe ich was gefunden. Ich sehe gerade hier die Nullrute und der taucht dann wieder auf. Ah ja. Das machst du auch mit den Kindern? Aber das ist doch ein Kakadu, ne? Ja, das ist da, wenn ja man jetzt noch, fast. Genau. Fast. Genau, das ist immer so eine handgedruckte Weihnachtsedition, die machen wir auch mit Unterhaus Kinderarbeiten. Dann zeichne ich viel ab, man sieht gar nicht so viel, glaube ich. Achso, hier, hier sind die Pflanzen drin. Und dann gibt es eben endlos noch mehr Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch einen Rudel mit Aktzeichnungen. Also du machst auch viel mit Tusche und Bleistift. Ja. Okay, ich kenne mal was mit dem. Hast du was so also Künstler, wo du dich selber anlehnst, wo du sagst, Mensch, das sind so nicht Vorbilder, aber das sind, wo du selber dich mal lange mit beschäftigt hast und sagst, Mensch, das ist ein Künstler, der zusagt? Jein. Also ich finde viele Künstler toll, viele Künstlerinnen. Und ich merke aber, dass es sich immer verändert. Also je nachdem, was ich für eine Stimmung habe. Mal finde ich Matisse toll, dass der, also gerade das verspielte Spätwerk von ihm, also finde ich... Na gerade Matisse natürlich mit seinen Scheren Schnitzeln, genau. Wo er dann im Bett gesessen hat ja wunderbare Werke gemacht. Genau, dass er im Alter zu so einer Klarheit der Form und der Farbe kam, finde ich ganz stark. Ja. Aber andersrum, Turner finde ich auch toll, der einfach nur noch Licht malt. Ja. Und, also im Prinzip gehst du eigentlich von deiner ganz puren Emotion aus. Genau. Ja? Ich finde auch Picasso gut, dass der sich getraut hat, immer wieder in eine andere Phase zu gehen. Also, Hast du was ganz anderes? Picasso, apropos Picasso, er hat ja auch gesagt, wenn es nur eine Wahrheit gäbe, warum male ich dann hunderte Bilder zu einem Thema? Finde ich auch sehr schön. Finde ich toll. Finde ich sehr schön, oder? Ja.
Wunderbar. Und das ist immer wieder so, dass man immer wieder auch ein Thema aufgreift. Ja, genau. Wahrscheinlich auch. Hier haben wir zum Beispiel auch mal einen Calder, also Mobilis gebaut. Ja. Was kann deine Stimmung aufhellen, außer jetzt dein Garten, dass du in deinen Garten gehen kannst und da deine Ja, freundliche Leute, die mit mir Kaffee trinken. Ja, okay. Vormittags, nicht so spät. Entschuldigung, was ist das? Wahrscheinlich, der Kaffeetrinker. Du, das geht ja gleich mit. Kaffeetrinker. Trinke ich das einfach weiter. Ist das, ist da noch was drin? Mhm. Mhm. Ja, du hast Glück, oder? Ja, noch Zeit. Du hast Glück. Mhm. Aber ich bin auch ein Sonnenanbeter und wenn jetzt die Sonne rauskommt. Ich sehe, da oben kommt die Sonne gerade durch. Du hast ein Oberlicht, das ist toll. Ja, ist wirklich schön. Das war mal ein Friseursalon. Ich weiß aber nicht, warum der Friseursalon mal Oberlicht brauchte. Wahrscheinlich zum Haarewaschen dann hier hinten. Wie auch immer. Wollen wir wieder vorgehen? Aber was ich so toll an diesem Bild nochmal finde, ist, dass diese Flecken von diesem Berg und die Kuh, so, genau, es verschwimmt ja alles. Das hat mich so fasziniert, muss ich sagen. Ja? Ich dass man eigentlich so eine, nein, ja, du, aber ich habe den Fels in der Kuh gesehen oder die Kuh im Felsen. Ich kenne das auch von einem Gemälde, was ich gemacht habe. Und das gefällt mir, das kommt jetzt hier zurück. Ist, ja? Also das finde ich toll. Ich finde auch, dass es so banal ist, eigentlich, aber ich mag es sehr, wie die Kuh glotzt und der Berg auch. Und der Berg glotzt dich auch an. Der Rest von der Natur ist eigentlich nur Nebensache dann. Ne? Genau, ist das nicht wunderbar? Drucken wir Waffeln? Nein, Heike druckt hier ein Waffeleisen. Was ist das? Genau, das ist Tortilla-Eisen. Und ich habe eigentlich gedacht, weil wir jetzt in diesem Gespräch sowieso nicht zur Ruhe kommen, dass wir mal zusammen was experimentieren, weil eine Kollegin hat zu mir gesagt, Heike, probier's doch mal mit einem Tortilla-Eisen. Und jetzt habe ich eins der letzten aus Mexiko wahrscheinlich, ja. Weil und habe gedacht, ja, wollen wir mal was zusammen versuchen? Das können wir gerne machen. Ich finde das sehr interessant. Du, solange ihr mir das ich weiß nicht, wie es geht. Wenn du mich ein bisschen anleitest, also ich weiß will auch, ich gerne. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Ich sehe, du hast schon dein Arbeitskleid. Ich habe mein Arbeitskleid eigentlich. Ich habe ja was gefunden für meinen Kaffeegenuss. Du kannst ja erstmal sitzen, oder? Ja, ja, ist jetzt nicht einfach. Ich mache uns mal ein bisschen. Ich bin so gespannt. Ich auch, nehme uns also ich nehme meinen Mundschutz erstmal weg. Und deine Tür ist immer offen sozusagen, dass man immer kommen und gehen kann. Nein, nicht ganz. Nicht ganz, alles klar. Aber okay, das muss runter jetzt. Ich finde es irgendwie sicherer. Ist es sicherer? Für wen? Für wen ist das sicher? Ist das okay, jetzt bin ich ja gespannt. Kriege ich auch so eine Tour? Nein. Ja, du kannst jetzt mal versuchen rauszuholen. Ich habe es jetzt schon runtergedrückt. Ich merke das. Ist cool. Ja. Und wo mache ich das jetzt? Ich gehe einfach hier so ein bisschen in die Ecke. Okay. Ich bin sehr... reicht schon, ja. Okay. Ja, schwarz. Bei mir... Passt du dein Kleid an? Passt, super. Kommt auf jeden Fall kein guter Fleck dazu. Jetzt bin ich ja gespannt. Was haben wir denn im Hintergrund auf der Zeitung zu stehen? Was ist da für eine Liebe? Im vollem Lauf erwischt. Die schwarze Liebe, guck mal, da steht Kettern, aber hier steht im vollem Lauf erwischt. Aber sag mal, ey, das ist immer das Gleiche. Ne? Man fängt dann an zu lesen, was man vorher nicht geschafft hat. Genau, du musst jetzt die Walze mal so hinrein, dass das Muster hier immer kleiner wird. Und am besten hier davor, weil die ganze Farbe werden wir gleich. Und das bleibt alles schwarz. Du musst sehen, dass die ganze Rolle... Warte mal, nee, da oben nicht. Darf ich noch eins kurz? Ja, na klar. Weil sonst haben wir zu viel Farbe. Also einfach naja, das darf ich schon nicht. Und jetzt kannst du hier noch ein paar Mal... Du siehst, das Muster wird immer kleiner. Und dann oh, das ist super. Aber über das ganze Glas? Oder? Nee, nur hier auf der Stelle. Also okay. Nur auf der Stelle versuchen. Genau, und so, dass die ganze Walze mal schwarz. Oh je, das ist ja eine auch. Ja, vorhin ist für dich ganz ungewohnt, weil du bloß. Nicht da oben rein! Es ist uns wirklich zu viel Farbe. Bleib mal hier unten. Ja? Ich bleib da unten. Ja? Ich mag es ja. Das ist ganz neu für mich, ja? Ruhig kreuz und quer. Also immer so. Was sagt man da, wenn man sozusagen durcheinander ist oder so? Ich bin total konfus, heißt das. Das ist nicht. Ich glaube, das ist nicht. Und jetzt reicht es schon. Die Walze hat die Ohren über und du kannst sie auf die Ohren stellen. Wow. Ich finde es schon eigentlich fertig. Wenn man das so sieht, weißt du, denke ich von wow. Aber jetzt fängt es erst mal an. Wir haben hier sowieso schon einen schmutzigen. Sag mal, Jean, du wolltest doch mal tuschen. Wolltest du vorher tuschen? Ich will alles. Gib mir einfach Material und wir machen das zusammen. Ne? Genau, dann tuschen wir vorher. Und das muss jetzt trocknen, oder? Nö. Wir streichen jetzt eine Druckplatte ein. Genau. Du
kriegen Unterricht. Ich krieg echt Unterricht jetzt. Ja, ich finde das immer ganz lustig, was, wenn man schon was drauf. Du findest das lustig, weil du weißt, wo es hingeht und ich weiß nicht, was, wo ich bin. Sollen wir das zusammen machen? Ja. Wollen wir eins zusammen machen? Dann kann ich hier immer, also gar nicht so viel, da einfach was drauf tuschen, klecksen. Klecksen? Und ich brauche. Na, ich wollte es. Eine Druckplatte? Ich habe jetzt gerade von Jan noch das letzte Geld gefunden. Weil wir mit Schwarz drucken, das ist. Das lege ich euch einfach noch mit dazu, das könnt ihr auch noch bedrucken, wenn ihr gerade mit Blau anfängt. Das ist von Jan das letzte Geld. Das habe ich ja gerade gefunden. Ja, das könnt, ja, ja. Das könnt ja ihr mit bedrucken. So. Ich mache gleich eine Zeichnung. Ich weiß nicht, wo das hingeht, aber Heike, du musst mir sagen, wenn ich irgendwas verkehrt mache. Ja, nur hell, also hell ist besser. Und ich kann das ganze Blatt benutzen. Und ich kann das neugierig, ja. Jetzt bin ich ja gespannt. Wird das jetzt noch heiß gemacht, das Waffeleisen? Ach nee, das ist ein Tortilla. Das ist kein Waffeleisen. Ich habe ja gedacht, also ich muss wieder. Ich habe ja ursprünglich gedacht, das ist Waffeleisen. Nee, aber ich kann keine Tortillas machen, ja. Aber und ja. Ich kann sie machen. Heike macht mit diesem Waffeleisen. Okay. So, du kommst wieder. Ich dann. Komme wieder und mache Tortilla. Ich lasse es schon. Was mache ich hier eigentlich? Du musst in deinem Shop bestellen. Ich weiß nicht, was. Muss ich die andere Karte auch noch? Also, ich würde sagen, Jean. Das reicht schon. Das reicht schon, hat Heike gesagt. Dann kannst du auf 30% von jetzt schon. Ich mache euch hier noch gleich. Okay, ein paar, gerne. Ich habe noch gar nicht angefangen. Ich mal einfach auch noch mal eine Runde mit, oder? Man macht das doch. Okay. Das ist doch gerade schön. Also mehr, viel Wasser hast du mehr, meinst du, oder? Ja, das sieht schön hell aus. Das ist wunderbar. Das sieht total toll aus. Jan, ihr könnt ja einen Geldschein ruhig mit benutzen. Also mit aufmachen. Ja, dann 20-30% könnt ihr normalen. Aber wir drucken ja den neuen. Ja? Den könnt ihr auch aufdrucken. Ja, okay. Den würde ich hier gleich so, wie es ist, auf das Schwarz kleben, weißt du? Und dann ist fertig, müssen, weißt du? Wir müssen erst 50% freilassen, damit er noch gültig ist. Und ich wollte immer mal sehen, eine Freundin von mir hat hier das Deckchen gefunden. Ja, wir drucken da ein bisschen barock, hier so ein klassisch bürgerliches Deckchen an der Seite an. Das Muster. Und das ist jetzt mal wirklich ein Experiment. Na natürlich. Aber das bleibt doch immer ein Experiment, egal, wenn du anfängst, ein neues. Das ganze Leben ist ein Experiment. Das ist immer wieder neu, okay? So, helle Farben soll ich nehmen, dann nehme ich dunkle. Ich glaube. Guck mal, das ist ein. Ja, das oh, der ist toll. Links, aber links würde ich. Ja, jetzt komme ich langsam, man muss ja erstmal. Genau, aber wir wollen dann noch drucken, dann muss jetzt ein bisschen trockener sein, darf ich einfach so ein bisschen saugen? Na klar, na klar. Ja, weil mein Kaffee anfängt zu krümmeln. Oh, ich komme zum Ende. Yes. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich würde eigentlich lieber was Schwarzes drauf machen. Mach mal. Jean, willst du das einrollen? Oh ja, gerne. Also, du holst dir jetzt noch ein bisschen Farbe und gehst über dieses Ding. Gerne. Weißt du, die Dinge beim Buchdruck sind ja auch so schön, hä? Diese großen Dinge. Ja, die finde ich auch toll. Heike hat ja vorhin gesagt, das Große ist wie das Kleine. Genau, nee, so reicht das. Kannst du schon hinstellen? So, auf die, jetzt bin auf ich die Ohren? Echt, oh, jetzt bin ich echt neugierig. Einfach aus dem Bauch heraus. Genau. Ja. Du musst jetzt hier. Und drücken. Ich lache mich. Ich bin total neugierig. Ich lache mich tot. Das ist eine recht. Ja, das war's. Okay. Ja, mein Traum wäre ein Borstentiegel. Jetzt. Tada! Warst du schon solo? Fast. Ja. No. Yes. No. Wir können ja nochmal. Ihr habt ja noch die. Nee, ja, würdest du? Ja. Na, mach. Das Geld kommt später, dass wir Geld drucken. Komm, ich helfe euch. Darf ich einmal helfen? Ich glaube, daran liegt es gar nicht, sondern ich muss noch mal vielleicht ein bisschen die Farbe. Mehr Farbe, ne? Siehst du? Ein bisschen die Farbe. Naja, ich wollte ja bloß zeigen, dass mein Kaffee schon so angeht, ja. Vielleicht haben wir eben doch ein bisschen zu lange jetzt gequatscht. Jetzt machen wir es wieder auf. Jetzt guckst du. Ja, ja. Okay. Manchi Panchi, aber es war zu nass. Aber geheimnisvoll. Okay, das nächste. Wir lassen es liegen. Oder? Wir nehmen es einfach mit dazu. Weißt du? Oder ein bisschen nicht zentral vielleicht? So? Wenn ja, hier oben, da ist noch schon trocken. Oder ihr macht es. Ich muss gar nicht rein. Gottes Willen. Man kann's ja. Zu viele Köche verderben den Wert, zu viele Künstler machen.
Ah, das zerläuft vielleicht, aber mal gucken. Neugierig. Naja, ich bin. Ja. So, das ist schon gut, oder? Und Totti, ja, mach. Okay. Yes! Ja, den finde ich schon besser. Das finde ich eine gute. Mitte geht nicht gut, ja? Nee, mal das finde ich gut hier, dieses Stück. Jetzt müssen wir hier noch gucken. Aber vielleicht ein kleines Holzstückchen damit runter machen, dass das. Aber das lassen wir so. Würde ich auch sagen. Zur Seite. Würde ich auch sagen. So, das mache ich mal noch ein bisschen trockener wieder. Guck mal, müssen wir die Decke. Die hatten sie doch früher über den Sofa hängen, ne? Also. Solche Deckchen, oder? Ich will die aber jetzt nicht an unserem Sofa haben. Nein! Oder wollte ich mal unterschreiben? Genau, also okay. Den müsst ihr auch noch hier machen. Wenigstens das Deckchen rüber machen. Der kommt jetzt. Genau. Soll ich mal. Jetzt mach mal danach. Mach mal ja, danach. Wieder so ein bisschen schräg. Wir wieder setzen. Ja. So. Ich wäre wirklich neugierig. Das ist wie bei der Post, weißt du? Stempel. Darf ich mal? Vielleicht. Mach nochmal. Und dann? Oh, ja, schöner. Und die rutscht weg. Ja, das geht doch. Es geht doch. Muss doch meine Hand würde gehen. Das geht schon. Tada. Und? Yes. Ja, ein der hat eine Harmonie. Ja, doch, mit dieser. Ja, das ist cool. Am Ende. Noch. Ja, das meine ich. Das den hat eine Harmonie. Das jetzt nehmen wir mal raus und jetzt machen wir mal den 20-Euro-Schein, weil den können wir dann auch verkaufen für 19 Euro. Es wurde gewünscht. Wieso, der kostet dann 40? Direkt hier auf den, genau. Haben die Geldscheine kein Gesicht? Nicht. Andere Seite, hä? Ach, das. Ich kenne mich da nicht aus mit Geld. Ich habe nur Münzen. Eins. Nee, Tortilla muss ich sagen. Tortilla. Tortilla. Ja, ja, genau. Und? So, wollen wir? Willst du? Danke. Komm. Wow, yes. Europa auf oh, dem das finde ich gut. Sieht auch toll aus. Also man sieht nur noch den Stier von Europa, genau, nicht mehr genau. Europa. Das reicht ist doch. Ja wahrscheinlich gerade fraglich mit dem Europa. Mhm. Nee, doch, das wächst zusammen. Der Stier treibt uns zusammen in Europa hinein. So, und das sind jetzt noch nicht 20% oder wie viel Prozent dürfen bemalt sein? Darf ich mir jetzt 50. Da sind wir ja noch dicker, können wir ja ganze Geldlager hier drucken. Das auf jeden Fall. Wollt ihr noch einmal die Decke machen? Ja. Und dann müssen wir uns langsam den Weg finden. Jean? Okay. Mein soll ich einfach rüber dingsen und du nimmst die Decke dann? Oder willst du? Ja. Ich habe das noch nicht gemacht, deswegen finde ich das. Oh. Deswegen geht das nicht, hä? Ja? Auf die Ohren. Auf die Ohren. Und dann auf das Bild. Oh, nee, ich lass mal. Das wollte ich auch. Lass mal. Faltige Oberlippe. Ach, du wolltest. Nicht gebügelt und nicht gestärkt. Okay, alles okay. Das geht mit Falten. Und. Oh. Okay. Hey, das finde ich, das könnte ein Escher werden, ne? Wenn wir weitermalen. Das ist ein schönes Bild, oder? Wir können auch meine Dessous nehmen, die ich anhabe. Ja. Können wir auch drauf machen, ne? Genau. Marlitz, ich muss da langsam unterbrechen. Ja, ist der Kaffee alle? Ja, mein Kaffee geht alle. Oh Heike, ich finde das ganz interessant. Man kommt gerade rein so in diese. Ja, ja. Genau, und dann kommt man schon wieder raus. Durchdrucken, ja? Sozusagen. Ich bin derjenige, der es einfach sprengt. Ja? Der Kaffee macht es. Nein, ja. Es ist sprengst du die Atmosphäre? Nein, aber schön ihr beiden, dass ihr hier. Warte mal, was? Heike, es war wunderbar, dass also hier kann man doch wirklich was weitermachen, oder? Das ist doch cool. Jetzt mit Tusche weiter. Mit Flüssen. Ja, das meine ich. Hier ist alles drauf. Machu Picchu, alles ist drauf. Toll. Ja? Doch? Ja, doch. Okay, das ist toll. Ich finde es ja gut, dass man diese klassischen häuslichen Deckchen verarbeiten kann. Dass man das Schöne ist in der Kunst, dass man alles verarbeiten kann. Das ist wenn super. Man das nur sieht. Mein Kaffee ist alle. Wir müssen. Oh Gott, Heike. Darf ich ihn raus mit dem Sofa? Ich wollte euch eigentlich noch was chompen. Oh.
Aber ich traue mich das jetzt nicht fertig zu machen, weil ich schwarze Hände habe. Lars, ich habe keine schwarzen Hände. Nee, ich kann dir helfen. Den nehme ich gleich im Mund. Kannst du voll vergessen. Okay. Eine dicke für dich. Danke, danke. Und eine noch dickere für mich. Nein, noch eine dicke. Noch eine dicke. Heike, ich bitte, muss dich noch rausbitten. Das ist ja muss lieb noch von dir. Danke, wel. Danke. Danke, wel. Und Kalk, das hängt nicht langs Gras. Was leuk. Heike, kannst du uns noch auf dem Rückseite signieren? Ja, nee, dass wir bei dir waren. Das war ich hier. Weil wir müssen doch. Such dir aus, wo du möchtest. Du kannst so groß machen, wie du möchtest. Super. Danke, Heike. Ich danke. Super. Heike, Jan. Verdammt. Wir haben ein Herz. Tag. Wir haben ein Herz zum Schlecken. Zum. Ah, kijk dan. Is dat cool? Leuk! Heike, tschüssi! Unsere Musik und Kaffee alle, Musik alle, alles vorbei. Es lohnt sich nicht mehr zu leben. Ach, Lars. Es war schön, oder? War toll. Total.